idealism prevails. Make the world a better place. Okay, also meine Damen und Herren, ich wünsche einen schönen guten Abend. Mein Name ist Andreas Meilert-Pokorn, ich bin Präsident des Bundes Sozialdemokratischer Akademikerinnen und ich freue mich, dass Sie den heutigen Abend mit uns und mit einer, glaube ich, sehr, sehr spannenden Diskussionsrunde und einer Diskussion in sehr, sehr bewegten Zeiten verbringen wollen und werden. Nur ein Wort zu uns, zum BSA. Ich bemühe mich sehr, gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen und mit mir heute wird als Moderator und Diskussionsleiter und Ideengeber Matthias Wawra durch diesen Abend führen. Ich freue mich sehr, dass wir immer wieder Diskussionsveranstaltungen, die versuchen, in die Tiefe zu gehen, zu machen, weil ich unverändert daran festhalte, dass gerade in Zeiten, in denen es um die Kürze der Schlagzeile, um einen kurzen Tweet geht, dass es wichtig ist, sich auszutauschen, Meinungen zu hören, zuzuhören, aber auch zu argumentieren. Wenn man will, ist das etwas mittlerweile vielleicht altmodisch Aufklärerisches, aber ich halte unverändert daran fest, dass das gerade in diesen Zeiten besonders wichtig ist. Der BSA ist ein Ort dafür. Hier kann offen und soll offen gesprochen werden, ausgetauscht werden, Meinungen ausgetauscht werden und dann auch durchaus natürlich politische Handlungsanleitungen formuliert werden. Wenn Sie weiter Interesse daran haben, würde es mich freuen, wenn Sie auf unsere Homepage gehen und dann dort alles Weitere erfahren. Ich bedanke mich gleich einmal vorweg für die Teilnahme dieser hochkarätigen Runde der Damen und Herren, die heute mit uns sind, sehr gefragt, auch andernorts und weiß, dass momentan sehr, sehr viel Nachfrage auch besteht nach Aufklärung, nach Fakten. Jetzt freue ich mich auch, dass der Herr Knaus noch da zugestoßen Hallo. Ist und bei uns ist. Und damit kann die Runde beginnen. Ich übergebe an den Matthias Wawra und wünsche einen sehr anregenden Abend. Ja, vielen herzlichen Dank, Andreas, für deine Einleitung. Ich darf von meiner Seite auch begrüßen. Wir widmen uns heute den Ideen für Europa. Und zwar wollen wir uns damit befassen, grundsätzlich, wie sich die Europäische Union 30 Jahre nach der Unterzeichnung des Vertrages von Maastricht entwickeln wird. Und es gibt zu diesem Thema auch eine spannende Publikation, auf die ich hinweisen möchte, nämlich 30 Ideen für Europa. Und wir dürfen nicht 30 dieser Co-Autorinnen und Autoren, aber 4 dieser Co-Autorinnen und Autoren begrüßen, um deren spannende Beiträge gemeinsam zu vertiefen. Ich darf die Runde kurz vorstellen. Ich beginne mit der Schriftstellerin Elodie Arper. Ganz herzlich willkommen bei uns. Darf noch Ihre Funktion als Young Multiplier der Europäischen Kommission erwähnen. Das ist ein Programm zur Förderung junger Kommunikatorinnen in Europa. Herzlich willkommen bei uns. Danke. Ich freue mich jetzt, hier sein zu dürfen. Dann darf ich weiters begrüßen Theresa Eder. Sie ist tätig am Wilson Center in Washington, D.C., leitet dort das Programm für Europa und manchen von Ihnen vielleicht früher auch noch aufgrund ihrer Tätigkeit als Journalistin für die Tageszeitung Der Standard bekannt. Frau Eder, herzlich willkommen bei uns. Danke, danke für die Einladung. Und ich darf weitermachen mit den beiden Herren in der Runde. Ich begrüße einerseits in Berlin den Soziologen und Migrationsforscher. Er ist auch Gründungsdirektor der Denkfabrik Europäische Stabilitätsinitiative, Gerald Knaus. Herzlich willkommen bei uns. Und ich darf begrüßen, aus Innsbruck ist uns zugeschaltet. Ich darf mich besonders bei Ihnen bedanken, dass Sie sich die Zeit nehmen. Universitätsprofessor Dr. Gerhard Mangot. Er ist Universitätsprofessor für internationale Beziehungen und vergleichende Regimelehre an der Universität Innsbruck. Herzlich willkommen bei uns. Guten Abend. Ja, und ich darf gleich beginnen. In einer ersten Runde möchte ich Sie nämlich bitten, Ihre Denkansätze für diese vielfältige Zukunft der Europäischen Union zu skizzieren. Sie haben sich ja unterschiedlichen Schwerpunkten gewidmet und denen
möchte ich mich gerne in einer ersten einleitenden Runde widmen. Frau Aper, machen Sie vielleicht gleich den Anfang. Sie haben sich ja dem spannenden Thema gewidmet, wie kann Europa junge Menschen erreichen? Genau, also ich habe mir gedacht, wenn ich die Ehre habe, da mitzumachen als 22-Jährige, dann werde ich mich damit beschäftigen, wie man anderen jungen Menschen die EU schmackhaft machen kann oder anders gesagt, wie kann man junge Menschen für Europa begeistern, wo Europa doch ein so wichtiger Teil von ihrem Leben ist und es vielen einfach nicht bewusst ist. In meiner Arbeit bisher, so als Aktivistin und Rednerin und so, habe ich bisher halt einfach mitbekommen, dass viele Menschen in meinem Alter die EU als Selbstverständlichkeit wahrgenommen haben bisher und zum Teil auch viele Kritikpunkte hatten und nicht wirklich, sich nicht wirklich als Teil der EU gesehen haben. Schon als Europäerinnen, aber nicht als aktiver Teil, nicht unbedingt. Und ich finde halt, dass die bisherigen Ansätze von Interrail-Ausbau und mehr Erasmus Plus zwar alle gut sind, also Erasmus und Interrail und all diese Projekte sind extrem wichtig, damit man europäische Erfahrungen macht und andere Europäerinnen und Europäer kennenlernt und Kontakte knüpft. Aber es reicht nicht aus, finde ich, sondern was eigentlich notwendig wäre, ist einfach, dass die großen Herausforderungen unserer Zeit von der Europäischen Union nochmal selbstbewusster, mutiger angegangen werden und dadurch halt auch genau die Herausforderungen, die junge Menschen betreffen, also Klimakrise, Digitalisierung, Demokratie, soziale Ungleichheit, all diese großen Themen, dass die so angegangen werden, dass junge Menschen sich mit angesprochen fühlen und ernst genommen fühlen. Also bestes Beispiel ist halt einfach, dass junge Menschen in meinem Alter sich oft denken, ja, wie wird es mit meiner Pension? Also eine Pension werde ich wahrscheinlich nicht mehr haben. Im Alter muss ich dann auf mich selbst schauen. Wie läuft es mit dem Klima? Wir sind mitten in der Klimakrise und es wird immer noch nicht wirklich es wird nicht wirklich was dagegen getan. Es wird zwar viel gesprochen und auch schon einiges beschlossen, aber die Handlung fehlt noch. Und wie ist es mit der sozialen Ungleichheit? Also wir hören immer wieder, dass die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter aufgeht. Aber es wird nicht unbedingt viel dagegen getan. Und das Gleiche auch, was Demokratie betrifft. Da gibt es halt autoritäre Regime mitten in der EU. Und die Antwort von Europa ist recht schwach. Also ich denke, wenn man diese Themen stärker angehen würde, dann würde man junge Menschen automatisch einfach klar machen, wie wichtig die Europäische Union ist. Und meine Forderung diesbezüglich war eigentlich vor allem, dass man langfristig versucht, einen Generationen- und Klimacheck einzuführen. Also es wäre so ein Nachhaltigkeitscheck, der nicht nur auf die ökologische Nachhaltigkeit schaut, sondern auch auf die ökonomische und auf die soziale Nachhaltigkeit. Und wo man sich sozusagen, bevor man eine Verordnung, eine Richtlinie oder auch ein Gesetz beschließt, immer fragen muss, ja, welche Auswirkungen wird diese Maßnahme auf die jungen Menschen haben, auf vielleicht auch noch ungeborene Menschen, also die nächsten Generationen. Und ist diese Maßnahme, ist dieses Gesetz, diese Verordnung, diese Richtlinie, ist die langfristig tragbar, ist die langfristig sinnvoll? Das ist eigentlich meine Forderung und meine Idee. Ja, vielen herzlichen Dank. Das ist eine sehr, sehr wichtige Forderung. Ich möchte gleich mit zwei Themen weitermachen, nämlich mit den Beiträgen von Gerald Mangold und von Herrn Mangold und von Theresa Eder. Und zwar, Frau Eder, Sie beschäftigen sich ja mit der Revitalisierung der transatlantischen Beziehungen. Wie könnte das nüchtern, aber trotzdem ambitioniert möglich sein? Also Ausgangspunkt meines Beitrages war natürlich die Wahl von Joe Biden und diese große Euphorie, die man irgendwie in Europa verspürt hat, aber eben auch in den USA, dass es sozusagen jetzt wieder vorwärts geht mit den transatlantischen Beziehungen. Und dann kam aber schon auch die Ernüchterung, dass zum Beispiel die Strafzölle nicht gleich abgeschafft wurden, dann die Amerikaner reden ja immer gerne über Nord Stream 2, also das ist zum Beispiel auch in den Beitrag kurz eingeflossen. Also diverse Vorbehalte und irgendwie dann auch das Gefühl, dass sozusagen die Europäer
vorsichtig gegenüber der amerikanischen Regierung sind, weil ja eben die Midterm Elections im Raum stehen und dann 2024 die nächste Präsidentenwahl und es ja wirklich unklar ist, ob Trump wiedergewählt werden kann oder nicht. Und insofern habe ich den Beitrag so aufgebaut, dass es meiner Meinung nach eben wichtig wäre für die EU, sich drei verschiedene Ebenen genau anzusehen. Also wo sind die Bereiche, wo die EU und die Amerikaner nach wie vor geschlossen stehen? Also ich habe da zum Beispiel die NATO genannt und das sieht man jetzt auch in der letzten Woche, dass da nach wie vor das Bündnis hält und nicht in Frage gestellt wird. Dann die zweite Ebene ist jene, wo man jetzt in diesen 4 Jahren einiges voranbringen kann, dass zum Beispiel dann ein republikanischer Präsident nicht sofort wieder rückgängig machen kann. Da fällt zum Beispiel das Klima darunter, also Energiepolitik etc., wo es natürlich wichtig ist, dass zum Beispiel auch die Wirtschaft on board ist sozusagen und wirklich auch einiges umgesetzt wird, das dann eben nicht gleich wieder rückgängig gemacht werden kann. Und dann der dritte Bereich oder die dritte Ebene ist eben, dass Europa sich schon überlegen muss, welche Gebiete sind jene, wo die USA in Zukunft nicht mehr sozusagen helfend zur Seite stehen, also zum Beispiel der Westbalkan. Also man sieht jetzt ist es natürlich gerade wieder sozusagen in der Schwebe, aber die USA haben natürlich langfristig immer den Blick auf China und nicht so sehr auf Russland und Europa. Und wie Elodie schon vorhin gemeint hat, es ist einfach so, dass in Washington bis vielleicht vor einer Woche Europa einfach als selbstverständlich erachtet wurde, die EU als selbstverständlicher Partner und dass man hier halt auch wenig investieren muss, unter Anführungszeichen. Und ich glaube, das hat sich eben seit letzter Woche sehr drastisch geändert. Und mein Beitrag hat eben auch darauf angespielt, dass die EU ihre eigene Stimme finden muss in gewissen Bereichen. Und ich glaube, dass wir jetzt gerade über das Wochenende hinweg das erste Mal so richtig gesehen haben, dass es eine einheitliche europäische Außenpolitik geben kann. Und wir können dann natürlich in weiterer Folge jetzt dann diskutieren, wie lang das hält, ob das wirklich ein Umbruch ist, ein langfristiger, oder ob das jetzt quasi nur als Reaktion zu sehen ist auf die Aggression gegen die Ukraine. Ja, vielen herzlichen Dank. Ja, das darf ich gleich zu Ihrem Beitrag, Herr Professor Mangold, überleiten, nämlich diesen Ansatz. Sie befassen sich ja mit dem Wunsch nach Eigenständigkeit, Bescheidenheit und Konsistenz der Europäischen Union. Jetzt natürlich auch an Sie die Frage, ist dieser Wunsch vergeblich oder sehen Sie da nicht nur in der Reaktion, die Frau Eder ja schon genannt hat, Möglichkeiten? Und ich bin eigentlich skeptischer geworden, noch was die Möglichkeit betrifft, dass die Europäische Union ein eigenständiger geopolitischer Akteur ist. Ich habe das ja schon deutlich gemacht an dem Umstand, dass die Europäische Union nicht die Fähigkeiten der politischen und der militärischen Macht hat, vor allem der militärischen Macht hat, um ein selbstständiger geopolitischer Akteur zu sein, sich gleichzeitig aber in bestimmten Bereichen übernimmt, wo sie nur scheitern kann. Etwa habe ich erwähnt, diese Marinemission im Mittelmeer zur Verhinderung von Waffenlieferungen an die libyschen Kriegsparteien, wo die Europäische Union eigentlich demonstriert hat, dass sie dazu nicht in der Lage ist, dass sie auch nicht den politischen Willen hat, das konsequent durchzuziehen. Ich habe aber dafür plädiert, dass die Europäische Union sich selber ernster nimmt, und zwar nicht nur was ihre militärischen Fähigkeiten betrifft, sondern eben auch, dass sie bereit ist, einen eigenen Weg einzugehen in den systemischen Rivalitäten, die wir heute haben. Und ich habe das insbesondere im Hinblick auf China angesprochen, weil die USA natürlich mit dieser neuen transatlantischen Verbindung, über die die Frau Eder auch gesprochen hat, auch erwarten, dass die europäischen Partner ihre Sicht der Lage rund um China und der Ambitionen und Absichten Chinas teilen, dass die europäischen Partner die Vorgangsweise der USA gegenüber China unterstützen und teilen in jeglicher Hinsicht. Und ich habe da in diesem Beitrag angemerkt, ein geopolitischer Akteur kann nicht relevant werden, wenn er sich dazu nicht selbstständig positioniert, sondern gewissermaßen nur
ein Anhängsel ist, ein Erfüllungsgehilfe oder ein Ausführender ohne eigenes Profil. Und ich habe eben den Beitrag plädiert dafür, dass wir gerade in der China-Politik uns nicht in diesen Antagonismus zwischen China und den USA hineinziehen lassen sollten, in dem Sinne, dass wir einer, und das ist natürlich die US-amerikanische Seite, uns völlig unterordnen, sondern hier auch europäische Interessen und europäische Zugänge verteidigen. Was ich auch getan habe, ist zu kritisieren, dass die Europäische Union sich gerne als wertebasierte Macht darstellt, als Friedensmacht, als Macht der Menschenrechte, als Macht der Bürgerrechte. Und da habe ich in diesem Beitrag auch darauf hingewiesen, dass die Europäische Union hier ganz bestimmt kein konsistentes Bild abgegeben hat in den letzten Jahrzehnten. Richtig ist, dass es diese Kritik gab und gibt an Russland, jetzt natürlich umso mehr, an Belarus oder auch anderen. Aber man muss schon festhalten, dass die Europäische Union im gleichen Atemzug, wie sie die russische politische Entwicklung negativ kommentiert hat, die Bürger- und Menschenrechtsentwicklung dort negativ kommentiert hat, kein Problem damit hat, den Interessen, die sie hat, vorzugeben, wenn es auf die Türkei ankommt. Ja, hier wäre eine wertebasierte Außenpolitik auch eine gänzlich andere als die, die wir von der Europäischen Union sehen. Aber hier ist eben das Interesse an der Durchsetzung und Aufrechterhaltung des Flüchtlingsabkommens mit der Türkei prioritär. Dabei hat auch die Türkei einen demokratischen Rückbau, das ist doch vornehm ausgedrückt, durchgemacht. Die Menschen- und Bürgerrechte sind dort zutiefst beschädigt. Und die Türkei hat drei völkerrechtswidrige Angriffskriege auf dem syrischen Territorium geführt. Aber die Europäische Union verhält sich hier völlig anders als im Falle Russlands. Auch jetzt natürlich, jetzt mit der neuen Vehemenz der Sanktionen gegen Russland, verhält sie sich umso mehr anders von der Türkei. Das sieht man auch, dass die Europäische Union zwar diese Werte gegenüber manchen Staaten vertritt, aber gegenüber Saudi-Arabien offensichtlich oder gegenüber den Vereinigten Arabischen Emiraten dieses Problem der Menschenrechtsbindung ihrer Außenpolitik überhaupt nicht kennt. Und dass sie eben auch im Falle des Iran das Interesse verfolgt, zu Recht das Interesse verfolgt, die nukleare Bewaffnung des Irans zu verhindern oder so weit wie möglich hinauszuzögern, aber dass sie daneben Fragen der Menschen- und Bürgerrechte, die im Iran natürlich mit Füßen getreten werden, kaum thematisiert hat. Das heißt, ein bisschen ist es so, die Europäische Union versucht sich als Wertemacht zu definieren und zu verkaufen und selbst zu stilisieren. Sie ist es aber nicht durchgehend und sie ist in anderen Bereichen sehr wohl dazu willig und bereit, interessensgeleitete Außenpolitik zu betreiben. Und meine Position dazu, die ich im Artikel allerdings nicht näher ausgeführt habe, ist, dass eine interessenbasierte Außenpolitik der Europäischen Union sicherlich mehr Gewicht erhalten und behalten soll, als diese Orientierung an der Europäischen Union als Zivilwerte und Menschenrechtsmacht. Und schließlich habe ich in diesem Artikel, und das ist natürlich in diesen Tagen eine ganz andere Kontextualisierung, in der wir uns wiederfinden, ich habe für eine pragmatische, interessensgeleitete Politik gegenüber Russland plädiert. Das alles hat sich jetzt natürlich völlig verändert. Wir befinden uns in einem Zustand, wo die Beziehungen mit Russland auf viele, viele Jahre eingefroren bleiben, wo es so etwas gibt wie eine ökonomische Entkopplung der Europäischen Union von Russland, wo es keine Aussichten gibt für eine Normalisierung des bilateralen Verhältnisses, sondern eben ein Einfrieren der Beziehungen, auch ein Einfrieren der Kontakte übrigens zwischen den Zivilgesellschaften beider Seiten, was ich für sehr unglücklich halte. Aber es ist in der augenblicklichen Situation, glaube ich, völlig unmöglich, darauf hinzuweisen, dass Russland unser Nachbar bleiben wird und dass wir daher auch eine langfristige Überlegung und langfristige Strategie gegenüber Russland haben müssen, inmitten jetzt dieser völlig berechtigten Kritik an dem von Russland angeführten und angezettelten Angriffskrieg, der natürlich durch nichts
zu rechtfertigen ist. Also ich bin nicht sehr viel optimistischer geworden, was diese Fähigkeit betrifft, der Europäischen Union geopolitischer, selbstständiger geopolitischer Akteur zu werden, sondern eigentlich noch deutlich pessimistischer, als ich es zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Beitrages schon gewesen war. Vielen herzlichen Dank. Wir kommen natürlich auf die Werte- und Interessensbasierte Außenpolitik auch noch zu sprechen. Würde gerne noch diese erste Runde, Herr Knaus, das Flüchtlingsabkommen ist ja schon angesprochen worden, mit Ihren beiden Themen noch gerne beschließen. Zum einen, wenn ich Sie bitten darf, darauf einzugehen, wie diese Resettlement-Koalition zur Rettung des Flüchtlingsschutzes in Europa aussehen könnte. Aber zum Zweiten auch ein Faktor, mit dem Sie sich ja beschäftigen, nämlich welche Schritte es braucht in Europa, um auch dem Abbau der Rechtsstaatlichkeit in den Mitgliedstaaten einen Riegel vorzuschieben. Das ist ja auch ein Thema, in dem Sie sich in einem zweiten Beitrag gewidmet haben. Ja, vielen herzlichen Dank und schönen guten Abend. Ich muss das immer korrigieren. Ich bin weder Soziologe noch Migrationsforscher. Das steht nur bei Wikipedia und das wird daher von allen Medien wiederholt. Mein erstes Buch war über Bulgarien. Mein zweites Buch war über militärische Interventionen. In den letzten Jahren habe ich mich tatsächlich viel mit Migration beschäftigt und auch ein Buch darüber geschrieben, weil das große politische Thema der Europäischen Union wurde. Und darüber war auch mein Beitrag. Aber das Interesse meiner Kollegen und mir in unserer Denkfabrik war es in den letzten 25 Jahren die Stabilisierung Europas. Wir haben auf dem Balkan begonnen, haben uns die Frage gestellt, wie kann man Kriege nach 4 Kriegen in einem Jahrzehnt, haben wir eine Denkfabrik in Sarajevo gegründet, 1999, wie kann man Kriege dort verhindern, haben viele Jahre zum Balkan geforscht, dann auch viel zu internationalen Organisationen zum Schutz der Menschenrechte, der Europarat, die Gerichte in Europa, die Rechtsstaatlichkeit. Und in den letzten Jahren wurde klar, dass an Europas Grenzen all das, nämlich die Rechtsstaatlichkeit, was Herr Mangold auch angesprochen hat, die Diskrepanz zwischen der Rhetorik der EU als Wertegemeinschaft und ihrer tatsächlichen Politik, auch die europäische Außenpolitik, alles wie in einem Brennpunkt zusammenkamen und gezeigt haben, hier versagt Europa dabei im Einklang nicht mit Werten, nicht mit Idealen, sondern mit den Gesetzen, die sich Europäer selbst gegeben haben, die einfach nur umzusetzen, um das zu erreichen, was die Mehrheit der Europäer und Europäerinnen wollen, nämlich eine Form von Kontrolle an den Grenzen. Also wenn wir heute, und jetzt lasse ich mal die dramatische Krise in der Ukraine weg, wenn wir uns heute an Europas Grenzen umgesehen, oder sagen wir vor 3 Wochen umgesehen hätten, dann hätten wir eine Situation erlebt, die, wie im ersten Beitrag ja auch schon erwähnt, die Europäische Union einfach als scheinheilig, als heuchlerisch, als herzlos erscheinen lässt. Also die Hälfte aller toten Migranten im letzten Jahr in der Welt sind auf dem Weg nach Europa gestorben, 2500. An Europas Außengrenzen finden brutale Pushbacks statt. Die viel kritisierte EU-Türkei-Erklärung wird seit 2 Jahren ja nicht mehr angewandt, weder von Griechenland noch von der Türkei. Die gibt es nicht mehr. Aber was es jetzt gibt, stattdessen, ist ein systematisches Zurückstoßen von Menschen an der Land- und Seegrenze in der Ägäis bis hin zu dem vor einer Woche vom Spiegel aufgedeckten ins Wasser stoßen von Migranten. Also die Europäische Union hält sich an nichts mehr. Jeder weiß, was hier passiert. An der kroatischen Grenze sind Ende letzten Jahres 2 bemerkenswerte Dokumente erschienen. Das eine ein Urteil des Europäischen Menschenrechtsgerichtshofs zur Gewalt gegen Migranten, die zum Tode eines afghanischen Mädchens geführt haben an der Grenze zu Serbien. Und das zweite, der Bericht des Komitees für den, des Antifolterkomitees des Europarats, ein Bericht über die Zustände an der kroatisch-bosnischen Grenze. Und da wird schwarz auf weiß vom Gewissen Europas, dem Europarat präsentiert, dokumentiert, wie hier europäische Staaten systematisch ihre eigenen Gesetze, Menschenrechte missachten. Und dahinter steckt, wenn man jetzt nach einer Erklärung sucht, denn diese Dinge sind ja nicht geheim. Also Journalisten, internationale Organisationen, Gerichte haben darüber geschrieben, auch zur Situation an der polnisch-belarussischen Grenze, auch zur Situation an der ungarisch-serbischen Grenze und nicht zu reden vom zentralen Mittelmeer. Das ist ja alles nicht versteckt. Die Frage ist also, wie kommen wir da raus? Wie schaffen wir es, zur Rechtsstaatlichkeit an Europas Grenzen zurückzukehren? Und da haben wir
eigentlich nur drei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit an einer Grenze, und da komme ich gleich zu dem Vorschlag, den ich gemacht habe, aber die erste Möglichkeit ist natürlich, Grenzen bleiben offen. Also das haben wir jetzt zum Beispiel wieder an der Grenze zur Ukraine. Also Europäer, Europäerinnen sagten, so wie 2015, wer nach Europa reinkommt, der kann mal bleiben. Das war für 10 Monate, 12 Monate die Politik an der Grenze Griechenlands zur Türkei. Allerdings nur auf dem Meer, nie auf der Landgrenze. Wer die Inseln erreichte, der blieb. Das war die Politik auf dem Balkan bis hin nach Deutschland, Österreich und Schweden. Die Leute, die ankamen, blieben, sind weitergezogen und die Grenze war offen. Das ist immer eine Option und wir sehen sie jetzt wieder an der Grenze zur Ukraine. Also Moldau, Rumänien, Slowakei, Polen halten ihre Grenze offen. Menschen kommen an die Grenze und kommen herein. Allerdings, und das ist uns auch allen klar, das wird nie eine mehrheitsfähige Politik in irgendeiner Demokratie der Welt sein, wenn die Bevölkerung das Gefühl hat, die, die da kommen, sind entweder eine Gefahr oder es werden immer mehr oder wir verlieren die Kontrolle. Und dann wächst der Druck, die Grenzen irgendwie zu kontrollieren. Und dann gibt es die zweite Option, also erste offene Grenze, zweite mit Gewalt geschlossene Grenze. Die funktioniert nämlich auch erstaunlich gut. Und das wissen wir spätestens seit der brutalen Geschichte der Schweiz im Zweiten Weltkrieg. Die Juden aus dem Dritten Reich schafften es nicht in die Schweiz. Die wurden mit Gewalt zurückgeschickt. Die hatten jeden Grund zu fliehen, aber sie wurden, das war damals die Politik der Schweizer Demokratie, zurückgeschickt in die Hände des Dritten Reiches. Und seitdem gibt es solche Erfahrungen überall in der Welt, dass es gelingt, mit Gewalt Grenzen zu schließen. Man baut Zäune, man schickt Soldaten an die Zäune, man stößt die Leute zurück. Ich könnte unzählige Beispiele rund um die Welt aufzählen. Das Ergebnis ist in den Statistiken des UNHCR sichtbar. Es gibt ganz wenige Flüchtlinge weltweit, die irregulär in den letzten 4 Jahren noch Grenzen überschritten haben. Nur in den USA, weil Frau Eder ja auch Joe Biden erwähnt hat, im ersten Jahr unter Joe Biden wurden 1 Million Menschen ohne Asylverfahren über die mexikanische Grenze zurückgeschickt. Das war 4-mal mehr als unter Donald Trump, ohne Verfahren. Mit Berufung auf einen Teil des Gesundheitsgesetzes Amerikas, den Donald Trump ausgegraben hat, um das Asylrecht zu stoppen. Und der wird weiterhin angewandt. Okay, zweite Möglichkeit, also Gewalt. Leute zurückstoßen, wie wir das an den Grenzen Polens, Ungarns, Kroatiens, Griechenlands und anderswo erleben. Und die dritte Möglichkeit ist der Versuch, zu sagen, wir haben Regeln an den Grenzen. Wir versuchen, irreguläre Migration zu reduzieren, weil das die Mehrheit der Bevölkerung in allen Demokratien der Welt fordert. Wir wollen aber gleichzeitig die Grenzen nicht mit Gewalt schließen. Wir wollen auch nicht, dass Menschen sterben. Also geht es darum, irreguläre Migration legal zu reduzieren. Legal heißt im Einklang mit der Menschenwürde. Und das geht nur, wenn man Partner hat. Und jetzt wird es kompliziert. Wenn Leute in einem Boot von Libyen aus der Türkei, aus Tunesien, aus Marokko Richtung EU unterwegs sind, dann muss die Europäische Union sie retten, wenn sie in Seenot sind. Dann muss die Europäische Union prüfen, wohin sie diese Menschen bringen kann. Sie kann sie, darf sie eigentlich nicht in Länder bringen, wo die Menschenwürde nicht gesichert oder sie keine Chance auf Asyl haben. Umgekehrt, wenn die Europäische Union wie Italien im Jahr 2016 jeden, der gerettet wird, einfach nach Italien bringt, dann kommen 180.000 im Jahr und es sterben 4.600, so viel wie noch nie in irgendeinem Jahr in der Geschichte des Mittelmeeres. Also haben die Italiener gesagt, wir machen das nicht, wir arbeiten mit Libyen. Gibt es eine dritte Alternative? Und daran arbeiten wir jetzt intensiv, weil die deutsche Bundesregierung in ihrem Koalitionsvertrag diese dritte Alternative auch will. Und da steht, man will irreguläre Migration reduzieren, ohne Zurückstoßen, ohne Menschenrechtsverletzungen und mit Seenotrettung. Und das geht nur, wenn man Partnerschaften hat. Man muss also Drittstaaten etwas anbieten, dass die bereit sind, Leute zurückzunehmen, die dann dort sicher sind, um irreguläre Migration zu entmutigen. Aber, und jetzt komme ich zum Vorschlag des Papiers, man muss dafür legale Wege anbieten. Und dann wird oft gesagt, weil das die Erfahrung der letzten Jahre ist, legale Wege, Resettlement von Flüchtlingen sind ja immer nur ganz wenige. Und das ist einfach nicht wahr. In den 80er Jahren, aber auch 1956 zur Ungarnkrise, wurden Hunderttausende legal als Flüchtlinge resettelt. Und unser Vorschlag zielt eben darauf hin, dass eine Koalition von Staaten in der EU, angeführt von Schweden, die machen das jetzt schon, die nehmen 5.000 im Jahr, das sind 0,05% der Bevölkerung. Bei Deutschland wären das dann 40.000, bei Frankreich 30.000. Mit den Benelux-Staaten ist man schnell bei 100.000 durch eine kleine Koalition von 6, 7 Ländern,
dass diese Länder an die Tradition des Resettlements von Flüchtlingen anschließen. Und mein letzter Satz, damit, wenn es gelingt, diese drei Dinge zu verbinden, also Rettung an den Grenzen, keine Pushbacks, dafür Einigungen, wie sie ja auch in diesem Moment verschiedene Regierungen in Europa durchdenken, Einigungen mit Drittstaaten, Leute aufzunehmen, wo dann allerdings die Menschenrechte gewährt und garantiert sein müssen. Da geht es darum, damit die irreguläre Migration zu stoppen oder stark zu reduzieren, dafür aber legal Menschen aufzunehmen, in größerer Zahl, viel größerer Zahl als in den letzten 20 Jahren. Dafür sehe ich etwa in Deutschland, aber auch in anderen europäischen Ländern, auch eine politische Mehrheit. Und das steht so im deutschen Koalitionsvertrag. Darauf hat man sich geeinigt, in die Richtung will man gehen. Und ich glaube, dass sich Österreich hier anschließen könnte. Und wenn man das klug macht, wäre das der Einstieg in eine humane Politik an den Grenzen und für Asyl, die auch die Rechtsstaatlichkeit in Europa wiederherstellt. Ja, vielen herzlichen Dank. Ja, nachdem wir jetzt Ihre Beiträge ein bisschen vorstellen dürften, würde ich jetzt gerne mit Ihnen in die Diskussion gehen, nämlich dass Sie natürlich auch miteinander diskutieren. Und da bietet es sich doch sehr an, dass wir über die jetzt gehörten und vorgestellten Vorschläge ein wenig diskutieren. Bitte replizieren Sie doch aufeinander. Es gibt ja jetzt einiges, was am Tisch liegt. Es ist jetzt angesprochen worden, die Themen, die insbesondere für junge Menschen wichtig sind, Themen, die allerdings nicht bis zum nächsten Wahltag natürlich erledigt werden könnten, sondern vor allem auch darüber hinaus. Es ist angesprochen worden, Frau Eder hat das ein bisschen skizziert, die eigenständigen Projekte, die möglich sind, unabhängig jetzt von allfälligen Änderungen eben durch den nächsten Wahltag in den USA. Und Herr Mangl, Sie haben ja schon ein bisschen angesprochen, was für das eigenständige Gewicht der Europäischen Union wichtig wäre, also auch in dem Verhältnis zu diesen beiden systemischen Rivalen oder Antagonisten. Ja, und Herr Knaus, nachdem Sie jetzt die Resettlement-Themen angesprochen haben, wäre vielleicht auch dann interessant, und das ist dann auch wieder der Bogen zu der Jugend, wie man eben dann die Zivilgesellschaft bei diesen Vorschlägen auch tatkräftig einbinden könnte. Also sprich, wie zum Beispiel die Unterstützung für Menschen auf der Flucht nicht nur von den willigen EU-Ländern möglich ist oder von der EU-Kommission, sondern vielleicht auch wie Partnerschaftsmodelle ausschauen könnten. Ja, starten wir doch einfach in die Diskussion. Wer möchte gerne beginnen? Ich möchte vielleicht darauf hinweisen, dass diese wieder erstarkte transatlantische Partnerschaft, dieses America is back und vielleicht sogar America is back at the head of the table, wie es manchmal auch formuliert wurde, dass die auch unter beiden ihre Grenzen hat. Wenn wir uns daran zurückerinnern, welche Kommunikation es zwischen der Biden-Administration gab und wichtigen europäischen Staaten, was den Rückzug aus Afghanistan betrifft und die konkrete Durchführung dieses Rückzugs aus Afghanistan, diese Deadline 31. August, trotz Bitten europäischer Alliierter, das noch etwas hinauszudehnen. Also das hat schon deutlich gemacht, dass die amerikanische Europapolitik jetzt nicht unbedingt eine ist, die europäischen Interessen wohlwollender gesinnt ist. Sie ist nur eine, die ihre Interessen in einem multilateralen Kontext durchsetzen möchte, was höhere Legitimität und was höhere Effektivität US-amerikanischer Politik betrifft. Und da beklage ich eben sowohl die Fähigkeitslücke der Europäischen Union, hier eine selbstständige, auch einmal unabhängige Rolle zu spielen, als auch die Willenslücke. Denn es ist ja nicht so, dass in der Europäischen Union es hier einen Konsens gäbe. Wir sind weit davon entfernt, dass eine Art europäische Souveränität nicht nur bedeutet, mehr militärische Möglichkeiten und Fähigkeiten für europäische Streitkräfte, sondern eben auch eine Politik, die sich selbst auf die Interessen Europas bezieht, unabhängiger, selbstständiger ist, eben souveräner ist, wie Macron sagt. Für einen Polen ist vermutlich nicht einmal die Sicherheitsgarantie der NATO ausreichend, sondern die sehen ihre Sicherheit gewährleistet in einer engen Bilateralisierung der Sicherheit mit den Vereinigten Staaten. Dasselbe gilt für das Baltikum. Also nicht nur Fähigkeitslücke, die ich bedauere, und das wird auch die Aufrüstung, die jetzt passiert, nicht wirklich ändern, sondern eben auch eine massive Willenslücke, und das habe ich besonders beklagt.
Herr Freude. Kurz bitte, bitte. Ich sehe das nicht ganz so wie der Herr Mangold. Ich glaube schon, dass es sozusagen, dass die Situation in der Ukraine jetzt wirklich ein Wake-up-Call war für die EU und dass klarerweise die EU in den letzten Jahrzehnten sozusagen die Sicherheitspolitik hinten angestellt hat. Und es in Wahrheit ja darauf zurückzuführen ist, dass man eben davon ausgegangen ist, ja, Krieg in Europa, das ist unrealistisch in diesen Zeiten, das wird es nicht mehr geben in der Form, wenn, dann wird es Bürgerkriege innerhalb verschiedener Staaten geben etc., aber keinen wirklichen Angriffskrieg. Und ich glaube schon, dass hier sehr viele Politiker in Brüssel und Europa generell und vor allem auch Deutschland, wenn man sich anschaut, was da übers Wochenende passiert ist, wirklich aufgewacht sind. Und man muss sich halt schon auch die Frage stellen, weil Sie, Herr Mangold, angesprochen haben, die werteorientierte Politik und die interessensorientierte Politik, wozu sozusagen diese Einstellung, dass man sozusagen, wenn man Russland ökonomisch an Europa bindet, dass man damit jegliche Gefahr, unter Anführungszeichen Kriegsgefahr, entschärft, ob diese Annahme nicht jetzt quasi ad absurdum geführt wurde. Also dass es sozusagen schon darum gehen sollte, unsere Demokratien zu verteidigen. Und ich glaube schon, dass die US-Regierung da auch ein großes Interesse daran hat, sozusagen die westlichen Werte wirklich voranzustellen, weil im Endeffekt ist das, was uns bleibt. Also wenn wir jetzt nicht dafür einstehen, für Demokratie und sozusagen territoriale Integrität, dann wenn wann sonst? Und da komme ich dann auch gleich zu meinem nächsten Punkt. Natürlich wissen wir nicht, wie sich das jetzt entwickelt in den nächsten Wochen etc., ob das wirklich alles langfristigen Erfolg hat. Ich bin der Meinung, man muss zum Beispiel auch ganz klar sich überlegen, wie geht man zum Beispiel mit der Korruption um, also sozusagen, wenn jetzt alle sämtlichen politischen Eliten, Oligarchen etc., die sich von Russland haben kaufen lassen, sozusagen einen Rückwärtsschritt machen, kann das in Zukunft wieder passieren? Also haben wir jetzt eine werteorientierte Politik und lassen uns sozusagen nicht mehr von dieser Annahme, dass man mit mehr wirtschaftlicher Kooperation auch Diktatoren überzeugen kann, sozusagen die Bevölkerung nicht zu unterdrücken, abzuschließen, also orientieren wir uns daran weiter oder nicht? Ich glaube, daran wird sich messen, wie Europa sozusagen in Zukunft dasteht. Ich möchte da nur kurz einwenden, wenn es eine wertebasierte Außenpolitik ist, warum ist sie dann nicht konsistent? Warum haben wir gegenüber verschiedenen Akteuren unterschiedliche Positionen? Gebe ich Ihnen vollkommen recht. Also wenn Sie zum Beispiel auf Saudi-Arabien hinweisen etc., natürlich, das lässt die EU unglaubwürdig erscheinen. Und meine Hoffnung ist, dass sich da wirklich etwas tut, also dass wirklich auch Druck ausgeübt wird. Meine Besorgnis ist eher, dass wenn jetzt dann zum Beispiel die Sanktionen wirklich greifen und zum Beispiel die die Preise für Gas etc. Wirklich steigen, ob die Bevölkerung sozusagen, die europäische Bevölkerung nach wie vor sozusagen dahinter steht, was jetzt von Brüssel aus vorgegeben wird. Und warum hat die Türkei noch immer einen Beitrittsstatus bei der Europäischen Union? Herr Knaus, ich glaube, Sie wollen das beantworten. Also der türkische sogenannte Beitrittsstatus ist vollkommen eingefroren, da passiert nichts und der heißt nichts. Das Problem ist, dass die Beitrittspolitik der EU in den letzten 5 Jahren vollkommen ad absurdum geführt wurde. Also
nicht nur, dass die EU keinen Einfluss mehr hat auf die Menschenrechtslage in der Türkei, das ist nicht bemerkenswert, den hat sie auch in Aserbaidschan, Iran oder Ägypten nicht, aber die Türkei ist eben angeblich ein Land in einem Prozess, wo die EU viel Einfluss haben sollte, den hat sie nicht, das ist vollkommen klar. Aber sie hat auch auf dem Balkan immer weniger Einfluss. Wenn wir uns ansehen, dass Serbien sich etwa jetzt nicht auf die Seite der, als einziges Land in Europa, nicht auf die Seite der EU stellt, so die Schweiz wird es jetzt auch tun, was die Sanktionen betrifft, das ist ein Frontrunner, eines der meisten fortgeschrittenen Länder für den EU-Beitritt. Auch da hat die EU keinen Einfluss. Das ist jetzt ein kleines Land, ne? Mit relativ kleiner Bevölkerung, wenigen Leuten. Welchen Einfluss hat die Europäische Union heute auf Tunesien? Eines der erfolgsversprechendsten Länder in Nordafrika, wo auch die Demokratie auf Messers Schneide steht derzeit, wo es wichtig wäre, auch Perspektiven zu bieten. Auch da ist unklar. Libanon, Macron ist hingereist. Welchen Einfluss hat die Europäische Union angesichts des Kollapses der Wirtschaft, des Kollapses des politischen Systems in Libanon? Nicht zu reden von Libyen, Ägypten, Syrien, Aserbaidschan, Armenien. Also die Grundfrage, glaube ich, und da kommen wir vielleicht auf den Kern einer konstruktiven Diskussion, ist, was heißt Einfluss in der Außenpolitik? Bevor wir uns jetzt selbst niederreden als Europäer und sagen, wir haben keinen Einfluss, welchen Einfluss hatten die Vereinigten Staaten auf den Drogenkrieg in Mexiko? Das Land mit den meisten toten Journalisten in der Welt, wo Zehntausende ums Leben gekommen sind, in einem Nachbarland. Die Amerikaner haben da auch keine Strategie. Oder in Zentralamerika. Das heißt, was ist eigentlich erfolgreiche Außenpolitik überhaupt? Was ist unser Modell? Und da komme ich auf den wichtigsten Punkt. Wir haben in Europa eine erfolgreiche Außenpolitik gehabt, viele Jahre lang. Und das war immer dann, wenn wir einen glaubwürdigen Prozess hatten, der einen Zugang zu Europa bietet. Also die Balkanländer war die erfolgreichste Intervention nach dem vor allem von Amerika geführten Militärintervention, war 25 Jahre lang friedlich in Bosnien. Jetzt mehr als 20 Jahre friedlich in Kosovo und Serbien, weil die Länder im Gegensatz zu allen anderen Interventionen der letzten Jahrzehnte eine Perspektive gesehen haben. Und wie wir ja auch gemerkt haben, auch in Nordirland, ein viel kleinerer Konflikt, war auch, weil es möglich war, Grenzen durch die Integration in der EU unsichtbar zu machen. Das hat es ermöglicht, auch diesen tiefen Konflikt einzudämmen und daher auch die Schwierigkeiten und die Wichtigkeit, die Grenze in Nordirland unsichtbar zu belassen. Die Europäische Union ist eine Macht, wenn sie etwas anbietet. Und die Frage ist daher nicht so sehr, was sollten wir jetzt mit der Türkei tun? Wir können den Prozess abbrechen. Das würde uns überhaupt keinen Einfluss verschaffen, vielleicht ein bisschen unsere Rhetorik zurechtbieten. Aber die Frage ist ja, was müssten wir tun, um wieder Einfluss zu haben? Aber das sind zwei verschiedene Dinge. Herr Knaus, Sie reden jetzt vom Einfluss der Politik der Europäischen Union auf innen- oder außenpolitische Prozesse anderer Staaten. Ich sprach nur von der Glaubwürdigkeit. Ja, und mein Argument ist, dass es keine Außenpolitik irgendeines Landes der Welt gibt, die in dem Sinne, so wie wir uns das wünschen würden, als Intellektuelle oder Denker oder Professoren oder auch Bürger und Bürgerinnen, die wirklich konsequent glaubwürdig ist. Also die gibt es, glaube ich, nicht. Aber das heißt nicht, dass wir sie nicht einfordern müssen. Aber die entscheidende Frage für mich ist, weil sonst landen wir bei der Außenpolitik des Europäischen Parlaments, wo ständig Erklärungen verfasst werden. Die sind alle super. Meine Frage als Bürger ist, wie können wir dafür sorgen, dass die Türkei sich wieder so entwickelt wie vor 15 Jahren, als es keine politischen Gefangenen gab und als mit den Kurden verhandelt wurde und als ich in der Türkei lebte und es gab eine Konferenz über den armenischen Völkermord an der Universität in Istanbul und als die Medien frei berichtet haben. Wie schaffen wir das wieder? Und wie schaffen wir es, dass Serbien und Kosovo wieder so miteinander reden wie 2011, 12, 13, 14 und nicht so wie in den letzten zwei Jahren, wenn dann Serbien auf einmal mit gepanzerten Fahrzeugen an die Kosovo-Grenze fährt. Und wie schaffen wir es, dass Bosnien nach 7 demokratischen Wahlen in den letzten 20 Jahren wieder dorthin kommt, dass Krieg undenkbar wird? Und da, glaube ich, ist die Frage für Europa. Und da kommen wir auf einen Punkt, da stimme ich mit Ihnen vollkommen überein, Realismus. Das schaffen wir nicht überall in der Welt. Die Idee, wir exportieren unsere Werte mit Gewalt oder überall hin. Kein Land der Welt schafft das, aber wir müssten es zumindest wieder versuchen, dort, wo wir Einfluss hätten, wenn wir uns klug anstellen. Das ist eben in Moldau, in der Ukraine, auf dem Westbalkan, in Nordafrika und auch gegenüber der Türkei. Und die Frage, die ich gerne diskutieren würde, aber das geht jetzt über diesen Rahmen hinaus, ist,
mit welchen Instrumenten, mit welchen Verbündeten würden wir es schaffen, wieder Einfluss zu haben? Denn wenn wir nur glaubwürdig sind und Dinge kritisieren wie ein NGO, habe ich nichts dagegen, bin ich selber. Das ist eine schöne und wichtige Funktion. Aber das ist kein Ratschlag für Politiker. Sagen jetzt, stell euch hin und kritisiert alle Länder rund um Europa, weil überall geht es drunter und drüber. Die Frage ist ja, wie schaffen wir es, dass es besser wird? Und da glaube ich, und da bin ich bei Frau Eder, glaube ich, die letzten Tage haben einen Realismus-Sinn gefördert. Also man muss schon genauer hinsehen. Und ich glaube tatsächlich, ich meine, ein Problem in Russland war ja, dass wir den Russen nicht zugehört haben, einem Boris Nemtsov, der schon 2015 gewarnt hat, was der damalige Ukraine-Krieg bedeutet. Der hat ja gesagt, Achtung, das ist für Russland und Europa und die Welt gefährlich, was hier passiert, die Rhetorik. Es gab ja viele in der russischen Zivilgesellschaft, die uns gewarnt haben. Und da haben wir nicht hingehört, aus vielen Gründen. Bei manchen war es Korruption, genau das, was angesprochen wurde, Politiker, die gekauft wurden. Aber bei vielen war es, glaube ich, einfach eine Hoffnung, dass irgendwie das, was bei uns gilt, dass Krieg undenkbar ist, dass Staaten sich halt nicht einfach bedrohen und überfallen, das muss doch auch irgendwie dort gelten. Und dann haben wir einfach ausgeblendet, was in den Kriegen in Tschetschenien oder in der Ukraine seit 2014 schon passierte. Und da ist jetzt ein Aufwachen. Das heißt aber nicht, dass ich jetzt die Europäische Union als neue moralische Macht sehe, die überall in der Welt herumspaziert und Werte durchsetzt. Das können wir nicht. Aber ich hoffe zumindest, dass wir in den nächsten, darüber rede ich jetzt hier in Deutschland mit vielen Leuten, in den nächsten Wochen gegenüber dem Westbalkan, gegenüber anderen Ländern rund um Europa, gegenüber Moldau, gegenüber der Ukraine, wieder echt über ernsthafte Angebote nachdenken, was wir jetzt tun können, um hier unsere diese Werte, die uns wichtig sind, nämlich, dass sich Staaten nicht überfallen, dass Wahlen frei und fair sind, dass Journalisten nicht verhaftet werden, dass Aktivistinnen nicht ins Gefängnis kommen, wie wir das zumindest dort, wo wir Einfluss haben, besser durchsetzen. Auch in der Türkei, absolut. Ich meine, ich kenne einige der Leute, die da im Gefängnis sitzen. Und das ist ein Skandal, aber die Frage ist, warum ist der Europäische Menschenrechtsgerichtshof mittlerweile so schwach geworden, dass seine Urteile ignoriert werden, nicht nur in Russland und nicht nur in der Türkei. Und darüber müssten wir jetzt reden. Sprechen wir vielleicht dann noch eben über diese von Ihnen angesprochenen Perspektiven und auch die möglichen Partner dafür, nachdem wir jetzt doch eine realistische Sicht von Ihnen bekommen haben über diese Wertedimension in der Europäischen Union und den Mitgliedstaaten, möchte ich trotzdem noch auch die Frau Apper in dieser zweiten Runde mit einbeziehen. Jetzt ist ja sehr viel angesprochen worden über Länder mit dem, sagen wir mal, vorherrschenden Politikertypus starker Mann, wenn man das jetzt so nennen möchte. Wo bleibt denn aus Ihrer Sicht diese Demokratieoffensive zur Zurückdrängung dieser autoritären Tendenzen in Europa? Ja, also ich würde sagen, dass eben, weil der Gerald Knaus gefragt hat, so was ist denn die Voraussetzungen, was sind die Werkzeuge, die man braucht, damit man eine gute Außenpolitik betreiben will und was also kann und was heißt das überhaupt? Ich glaube eben, dass Glaubwürdigkeit auch eine Voraussetzung ist, damit man Einfluss haben kann. Also Glaubwürdigkeit ist nichts Absolutes. Wir werden, glaube ich, nie an den Punkt kommen, wo wir sagen können, die EU ist total glaubwürdig. Zu 100%. Und ich sehe auch ganz viele Baustellen und sehr viel Heuchelei. Ich denke nur, die Lösung kann nicht sein, zu sagen, na, weil wir nicht glaubwürdig genug sind, lassen wir jetzt ganz von der Wertepolitik ab und sind jetzt nur noch interessenspolitikmäßig unterwegs. Also ich finde, das ist der falsche Ansatz. Es ist besser, also mein Ansatz wäre zu sagen, ja stimmt, da gibt es viele Baustellen, aber desto mehr müssen wir dafür sorgen, dass diese Wertepolitik, dass wir unseren Werten treu bleiben, beziehungsweise überhaupt mal treu werden in gewissen Bereichen. Und ich glaube auch, dass die eigentliche Stärke von der EU eben ist, dass sie eigentlich auch wertebasiert aufgebaut wurde. Also wenn man sich nochmal überlegt, warum gibt es die EU oder die EGKS damals, das war ja auch in Wahrheit, um Frieden zu schaffen, damit so etwas nicht wieder passieren kann, was wir aus dem Zweiten Weltkrieg kennen. Und der Krieg in der Ukraine, zumindest hat für mich, da schon nochmal viel nochmal ja, in Perspektive gerückt und mich nochmal näher an diesen Beginn von der EU rangebracht. Und ich denke schon, dass es extrem wichtig wäre, dass wir uns da nochmal zurückerinnern, dass die EU eigentlich eben auch als Werteunion gebaut wurde. Natürlich gab es da auch Interessen. Natürlich waren Deutschland und Frankreich
auch interessensbasiert unterwegs. Aber wenn man sich anhört, was die Gründerväter der EU damals gesagt haben, dann war ganz klar, dass diese wirtschaftliche Kooperation ein erster Schritt ist, um damit es auch zu einer sozialen Kooperation kommt und damit eben diese Werte mit Leben erfüllt werden. Und ich denke, also was ich in dem Beitrag gemeint habe mit starker Mann-Typus und dieser Demokratieoffensive ist einfach, dass der erste Schritt, damit man ernst genommen wird, ist, glaube ich, dass wir dass die Länder, die schon in der EU sind, die Werte, die sie angenommen haben, als sie Teil davon sein wollten, auch wirklich leben und nicht untergraben. Also Beispiel Polen, Beispiel Ungarn. Ich finde, da ist es halt extrem wichtig, dass die EU stärker darauf reagiert, gerade auf so autoritäre Tendenzen, die es dort ja ganz klar gibt. Und meiner Meinung nach zum Beispiel auch damit, dass man einfach Ungarn zum Beispiel jetzt weniger Budget gibt. Und so dass halt es nicht nur Warnungen sind und nicht nur einzelne Strafen, sondern was Größeres, was Wirksameres. Und ich finde, das war die erste Voraussetzung, weil wenn die EU schon nicht schafft, die Länder, die innerhalb, also die Teil von ihr sind, an gewisse Standards zu binden, dann schaut das von außen natürlich sehr schlecht aus und dann ist die EU auch nicht mehr eine so große Sehnsucht und ein so großes Vorbild, wie sie vor ein paar Jahren vielleicht mal war. Gut, Frau Eder, Herr Mangold, Herr Knaus, dann beantworten wir vielleicht neben den Partnern auch noch die Frage, in welchem vernünftigen Verhältnis eben diese Interessen und die Werte der Europäischen Union zueinander stehen sollten. Vielleicht auch verbunden, was jetzt schon angesprochen wurde, lassen sich die europäischen Werte dadurch verteidigen, dass man zum Beispiel dann Autokraten nicht mehr bedingungslos subventioniert oder kann, Herr Knaus hat das ja vorhin schon angedeutet mit dem EuGH, kann ein Land ohne unabhängige Gerichte noch EU-Mitglied sein? Also wie lässt sich das durchsetzen? Nicht nur mit welchen Partnern, sondern auch welche Voraussetzungen, welche umfassenden Konzepte bräuchte es da? Wie sehen da Ihre Einschätzungen aus? Darf ich da noch kurz etwas sagen? Bitte, gerne. Ich weiß, dass wir heute nicht über die Ukraine diskutieren und den Krieg, den dort Russland begonnen hat. Ich will es auch nicht, das ist Gegenstand anderer Veranstaltungen, wie Sie uns ja haben wissen lassen. Aber ich möchte dann doch ein bisschen dieses Narrativ nicht aufkommen lassen, dass die Entwicklung bis zum heutigen Zeitpunkt gleichsam unvermeidlich war und wir hätten nur nicht hingehört auf die vielen warnenden Stimmen, wozu Russland, wozu diese russische Führung fähig sein würde. Ich glaube schon, dass dieses Narrativ von der grundsätzlich bösartigen Natur Wladimir Putins oder von dieses Narrativ von einem Russland, das gesehen in seiner Geschichte und in seiner Tradition grundsätzlich expansionistisch ist und gar nicht anders kann, als expansionistisch zu sein, sobald es die Fähigkeiten dafür hat. Also dem Narrativ würde ich doch gerne etwas entgegensetzen. Und ich denke, es ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt dazu, wie ich das auf Twitter mehrfach gesagt habe. Aber die jetzige Krise wird nicht nur von uns Akademikern verlangen, dass wir darüber reden, wer wann welche falschen Weichen gestellt hat in diesem Beziehungsgeflecht und warum. Und eine gewisse Selbstreflexion des sogenannten Westens in dieser Hinsicht wäre durchaus angebracht und sollte jetzt nicht angesichts dieser Tragödie und dieses grässlichen Krieges vergessen werden. Ja, ich darf nur ergänzen, selbstverständlich kann man diese Thematik nicht ausklammern. Es soll noch heute die Möglichkeit geben, um über Ihre grundsätzlichen Ideen für Europa zu sprechen und jetzt nicht auf diese tagespolitischen Ereignisse eingehen zu müssen, aber Sie dürfen es selbstverständlich. Ja, Herr Knaus, Frau Eder, Sie sind jetzt schon angesprochen worden. Was möchten Sie gerne erwidern? Nicht so sehr erwidern, Frau Adner schon angesprochen hat, ich glaube, wir müssen bei uns selbst beginnen, klarerweise. Also die Tatsache, dass die Demokratie in der EU selbst unterminiert wird, ist ja eben, trägt auch dazu bei, dass wir nicht glaubwürdig sind als Akteur. Und ich denke nur daran, wir diskutieren über Ungarn und ob wir Orbán sozusagen die diversen Förderungen entziehen, jetzt schon ungefähr, ich würde sagen, mehr als 7 Jahre.
Und ja, es tut sich jetzt langsam etwas, aber es dauert offenbar, bis wir dann in einer Situation sind, wo halt wirklich schon einiges eingebrochen ist. Also was jetzt eben demokratiepolitische Standards anlangt. Man muss natürlich auch sehen, was jetzt zum Beispiel bei der Ungarnwahl passiert im April. Aber also ich habe nie verstanden, warum diese Unterminierung der eigenen demokratischen Prinzipien in der EU immer etwas nicht so stark kritisiert wurde, wie sie eigentlich sollte. Also es müsste uns eigentlich alle total aufregen, dass wir in der EU sind und es gibt da Mitgliedstaaten, die ihre Journalisten nicht frei arbeiten lassen, wo die Gerichtsbarkeit nicht fair ist. Das finde ich persönlich sehr bestürzend, dass sozusagen diese Dinge nicht dauernd am Tapet sind und diskutiert werden, weil das ist der Punkt, wo es beginnt, ja. Und dann können wir natürlich sprechen über die Außenpolitik der EU vis-à-vis Russland etc. 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 Aber solange diese Korrumpierbarkeit sozusagen in der EU selbst der Fall ist, müssen wir also uns auch ganz klar damit auseinandersetzen und gerade zum Beispiel jetzt in der Situation mit dem Ukraine-Krieg ist es wichtig, dass wir bei uns selbst beginnen und zum Beispiel schauen, was können wir in puncto Antikorruptionsmechanismen etc. machen in der EU, damit das nicht länger möglich ist. Herr Klaus? Ich stimme vollkommen zu. Vielleicht noch ein Wort zu dieser Beziehung zwischen Werten und Idealen. Ich weiß nicht, ob es Barack Obama war, der mal gesagt hat, in Amerika, es gibt die Ideale und es gibt die Realität der amerikanischen Geschichte und Politik und Gesellschaft, die immer darunter fällt, was diese Ideale vorschreiben, in allen Zeiten. Und das ist natürlich auch bei der Europäischen Union wahr. Und trotzdem dürfen wir nicht zynisch werden, was die Werte und Ideale betrifft. Also die Tatsache, dass wir es nie wirklich schaffen und immer kämpfen müssen und immer Rückschläge haben, diese Werte der Europäischen Grundrechtecharta oder der Europäischen Menschenrechtskonvention von 1950 umzusetzen, heißt nicht, dass diese Werte nicht extrem wichtig sind und dass wir ständig versuchen müssen, sie umzusetzen. Und das ist ja auch, also gerade wenn man zurückdenkt, 1949, 50, die Gründungsjahre, diese große Zeit, in der die NATO, der Europarat, die Europäische Kohle- und Stahlgemeinschaft, die Menschenrechtskonvention innerhalb von 2 Jahren von einer Generation von Regierungen angenommen wurden. Das waren ja Politiker, die gewählt wurden und die haben das beschlossen, die haben das dann ratifiziert, die haben das verhandelt. Das ist eine großartige Zeit, großartige Ideale. Und genau die gleiche Generation von Politikern hat in ihren Kolonien brutalste Kriege geführt. Also die großartigen Franzosen, die die Kohle- und Stahlgemeinschaft geschaffen haben. Die Vierte Republik hat in Algerien gefoltert. Das heißt, auch hier die Ideale und die Wirklichkeit, Algerien damals Teil Frankreichs, die Ideale und die Wirklichkeit radikal auseinandergefallen. Aber was hat überlebt? Die Menschenrechtsverletzungen, das Foltern in Algerien hat zur katastrophalen Niederlage Frankreichs mit beigetragen, währenddessen die Menschenrechtskonvention bis heute immer noch da ist. Und ich glaube, das ist eine Lehre für uns alle. Also viele der Werte, die wir haben, der Institutionen sind, und das hat Jean Monnet immer so schön gesagt, sind weiser als die Menschen, die gerade in diesem Moment in den Institutionen sind. Und wenn wir erkennen, was der Sinn ist, ein Anti-Folter-Gebot zu haben, ein inhumane Behandlung. Die Menschenwürde ist unantastbar. Diese hohen, schönen Prinzipien, dass die wirklich entscheidend sind und auch uns bewahren und selbst schützen vor unseren eigenen Verirrungen. Und heute ist es ja wieder so. Natürlich, ich meine, was ist das Grundprinzip der Europäischen Union? Ist, dass wir ein einzigartiges Gebilde sind. Und ich glaube, das muss man gerade jungen Leuten immer wieder erklären. Warum hat die Europäische Union so viele Jahrzehnte? Ist immer mehr gewachsen. Jeder wollte dazu. Bis auf Großbritannien ist auch niemand weggegangen. Und was ist das, was die Europäische Union einzigartig macht? Dass jedes Land freiwillig beitritt. Niemand wird gezwungen. Und wenn ein Land beigetreten ist, wird es wieder nicht gezwungen, Dinge zu tun, weil es keine europäische Polizei ist. Es gibt kein
FBI, es gibt keine National Guard, es gibt kein, in Amerika gibt es 18 Institutionen auf der Ebene des Bundesstaates, die Leute verhaften können. In der EU gibt es keine einzige. Das heißt, wenn Ungarn EU-Recht nicht umsetzt, dann bleibt uns eigentlich nichts als Gerichtsurteile und dann das Überzeugen und am Ende vielleicht, und darüber reden wir jetzt, Geld einzufrieren. Und wo ja jedem klar ist, das Geld einfrieren funktioniert auch nur, wenn dann Ungarn selber sagen, okay, jetzt reicht es uns, jetzt wählen wir diesen Mann ab. Denn ansonsten sagt eine Regierung, ja, dann nehmen wir halt kein Geld. Also es, in Polen gibt es einen Justizminister, der das sagt. Und dann hat das Geld einfrieren auch keinen Einfluss. Das heißt, das Einzigartige dieser europäischen Integration, und das ist ja eher das Wunder, das Realistische, weil es ja in der realen Welt existiert, dass Staaten, Gesellschaften, gewählte Regierungen, die immer wieder wechseln, trotzdem entschließen, zusammenzubleiben, freiwillig sich unterzuordnen, gemeinsam zu verhandeln, das dann umzusetzen, ohne jeden Zwang, und dass das eigentlich funktioniert. Und jetzt ist die Frage, was machen wir, wenn ein Land wie Polen heute dann ausschert und auf einmal die unabhängige Justiz abbaut? Und wir haben ein Justizsystem heute in Polen, wie in Venezuela oder wie in der Türkei, wo ein Justizminister jeden Mann im Gerichtssaal kontrolliert und was. Und da ist dann die Frage, in diesen Ausnahmesituationen, die ja zum Glück extrem selten sind in der EU-Geschichte, weil wenn das immer wäre, dann wäre die EU schon längst zerfallen. Da ist dann die Frage, wie kann der Rest der EU an die polnische Bevölkerung appellieren, und letztlich sind Geldstrafen ja nichts als eine Botschaft. Das spürt ja der Einzelne nicht, wenn kurzfristig mal das Geld ein halbes Jahr oder ein Jahr später kommt. Das ist ja nicht so, dass ich dann das sofort merke. Es ist eigentlich ein Signal, diese Politiker überschreiten jetzt eine rote Linie und gefährden das, was uns allen nützt. Und wenn diese Geschichte überzeugt, dann kann man darauf hoffen und dafür muss man kämpfen, dass dann in einer Gesellschaft die Korrektur erfolgt. Da bin ich optimistisch. Wir haben ganz viele Berichte geschrieben die letzten Jahre zur Krise in Polen. Das ist eine echte Gefahr für die EU. Da muss die EU auch reagieren, und die Mittel hat sie. Der Europäische Gerichtshof trifft Urteile, die Kommission kann Vertragsverletzungsverfahren und Geldstrafen dem Europäischen Gerichtshof vorschlagen, auch historisch große Geldstrafen, das muss sie auch machen. Aber letztlich ist das, was die EU zusammenhält, eine Geschichte, die Mehrheit ihrer Bürger und Bürgerinnen in allen Ländern glaubt. Dass es ihnen nützt, bei diesem freiwilligen Bund, der sich gemeinsam bis zum tagelangen Diskussionen, dass es ihnen nützt, dabei zu sein. Und diese Geschichte muss man erzählen, denn die ist ja etwas Großartiges. Wie viele Imperien sind in den letzten 80 Jahren zerfallen? Wie viele Staaten, die auf Gewalt basieren, sind zerfallen? Und diese Europäische Union ist nicht nur geblieben, sondern gewachsen. Und das müssen wir halten, aber da brauchen wir nicht pessimistisch sein, denn es hat ja unglaublich viele Krisen überlebt. Solange wir nicht gleichzeitig glauben, das Ganze ist von Gott gegeben oder vom Schicksal vorherbestimmt, das ist nur so, weil Menschen immer wieder dafür gekämpft haben. Herzlichen Dank. Dann würde ich da jetzt, nachdem wir jetzt eine knappe Stunde gesprochen haben und diskutiert haben, da gerne jetzt einmal einen Strich ziehen und würde jetzt gerne ein paar Publikumsfragen, die wir über den Chat bzw. über Mails vorab, Facebook, YouTube und die verschiedenen Kanäle bekommen haben. Bitte beantworten Sie insbesondere natürlich die Fragen, die an Sie persönlich gerichtet sind, aber melden Sie sich selbstverständlich dort zu Wort, wo Sie sich besonders angesprochen fühlen. Ich würde ein paar gerne zusammenfassen, damit wir dann bis um halb mit unserer Runde auch wie geplant durch sind. Die erste Frage ist an unsere jüngste Teilnehmerin, nachdem sie das Alter genannt hat, darf ich sie jetzt so sagen, direkt gerichtet. Und zwar, da wird erwähnt, eine Jugendumfrage mit den Themen Klimaschutz, Umweltschutz, soziale Gerechtigkeit mit der meisten Zustimmung. Welche Problemfelder würden Sie noch benennen? Was würde jungen Menschen auf europäischer Ebene noch ein Anliegen sein, um das in dieser europäischen Zusammenarbeit zu lösen? Das ist eine Frage, die direkt an Sie gerichtet ist. Und dann habe ich eine weitere Frage, die schließe ich gleich an die Frau Eder und an den Herrn Mangold. Geht eben noch einmal auf den Umgang
mit den gemeinsamen Interessen, und zwar auf der einen Seite gemeinsame Interessen mit den USA und auf der anderen Seite gemeinsame Interessen mit Russland. Und die Frage ist jeweils an Sie beide, welche Bereiche bieten denn Möglichkeiten für eine Zusammenarbeit, jetzt abgesehen jetzt von komplementären wirtschaftlichen Interessen. So, und ich nehme jetzt auch gleich eine Frage an den Herrn Knaus voran, die direkt an ihn gestellt wurde. Und zwar, da ja die meisten Neuansiedlungen im angelsächsischen Raum durchgeführt werden, wer führt denn die meisten Neuansiedlungen in Europa durch und welcher Anteil würde dann bei Ihrem Modell auf Österreich entfallen? So, das sind einmal die direkten Fragen an Sie und würde die jeweils angesprochenen Gäste bitten, halt direkt darauf zu reagieren, aber es sind auch die anderen eingeladen zu antworten. Frau Apa, wollen Sie gleich beginnen? Ja, bitte. Ja, gern. Also ich glaube, die Person, die das gefragt hat, bezieht sich wahrscheinlich auf meinen Artikel, also die Jugendumfrage. Ich weiß nicht, aber die Österreichische Gesellschaft für Europapolitik hat vor kurzem, 2021, eine Umfrage gemacht, eben unter jungen Menschen. Und da gaben über 80% der Jugendlichen an, dass Klima- und Umweltschutz das drängendste Problem ist, das sie auf europäischer Ebene gelöst sehen wollen. Und 70% meinten, soziale Ungleichheit wäre auch noch ein sehr großes Thema, das ihnen wichtig ist. Davon abgesehen finde ich eben Digitalisierung, Demokratie, das finde ich ja extrem wichtige Themen, die auch nur auf europäischer Ebene gelöst werden können, meiner Meinung nach. Und jetzt auf Corona bezogen, würde ich auch sagen, dass die Corona-Krise eigentlich etwas war, wo junge Menschen extrem betroffen waren, sehr viel Rücksicht genommen haben, eigentlich sehr viel Solidarität gezeigt haben und eigentlich keine Entschädigung, keinen Ausgleich, auch keinen großen Dank oder so bekommen haben. Da würde ich schon sagen, dass junge Menschen nochmal ganz anders darunter gelitten haben als viele andere Altersgruppen. Und wir haben nicht nur Jobs, Nebenjobs verloren, sondern auch viel Zeit. Jetzt nicht nur Studienzeit oder so, sondern eigentlich auch ganz besondere Lebensjahre, die man so nicht mehr zurückbekommt. Also zum Beispiel das Jahr, also nicht, wenn man 20 war, man ist nie wieder 20. Wenn man 14 war, man ist nie wieder 14. Wenn man erwachsen ist, ist das natürlich auch, jedes Lebensjahr ist wichtig, aber da passiert nicht ganz so viel in der Entwicklung wie bei Menschen unter 25, würde ich sagen. Ja, und ich würde schon sagen, also ich würde schon eigentlich, hätte ich mir von der Politik erwartet und wer weiß, vielleicht kommt sie noch, sieht auch nicht sehr danach aus, aber dass wir ja auch einen Bonus bekommen, auch irgendwie nicht unbedingt direkt Geld, aber zumindest auf europäischer Ebene ein Interrail-Pass für jeden Jugendlichen irgendwie, damit man ein bisschen von der Zeit nachholen kann. Das ist natürlich nichts Langfristiges, aber es wäre ein Zeichen, dass man, ja, anerkannt hat, dass junge Menschen da schon ziemlich viel eingesteckt haben. Und ein anderes Thema, wir wissen alle, dass psychische Erkrankungen unter Jugendlichen und jungen Menschen extrem gestiegen sind in der Corona-Zeit und dass es auch schon davor natürlich ein Thema war. Und ich glaube, das könnte man auf europäischer Ebene auch versuchen zu forcieren, dass es einfach viel mehr Kassenplätze gibt für Psychotherapie für junge Menschen. Das wären so zwei Sachen, die mir jetzt einfallen würden, die vielleicht nicht langfristig für immer sozusagen sind, aber die man zumindest auch recht schnell umsetzen könnte und die auf jeden Fall ein sehr wichtiges Signal wären für junge Menschen, dass sie gesehen und gehört werden und wertgeschätzt werden. Mhm. Vielen Dank. Ja, Frau Eder, darf ich gleich Sie bitten, die nächsten Publikumsfragen und Herr Mango, das war ja die gleiche Frage an Sie beide gerichtet, darauf einzugehen. Ich weiß nicht, wer möchte beginnen? Ich kann gerne beginnen. Also in puncto transatlantische Beziehungen zwischen Europa und den USA würde ich sagen, dass wir hier jetzt auch wirklich an einem Punkt sind, wo wir wo sozusagen die Energiepolitik wird uns wahnsinnig beschäftigen die nächsten Jahre wegen dem Klimawandel und ich sehe das als Chance. Ich weiß nicht, ob sie ergriffen wird, aber sozusagen, wenn man weniger vom russischen Gas und Öl abhängig sein will, dann muss man natürlich in erneuerbare Energien investieren. Die Amerikaner sind meiner Meinung nach immer noch sehr verhalten, was jetzt die Umsetzung
der klimapolitischen Ziele angeht. Also ich spreche jetzt von der, wie sagt man, Domestic Policy hier in den USA. Ich bin der Meinung, dass Europa hier nach wie vor Vorreiter ist, was erneuerbare Energien anlangt, und eine Allianz und eine engere Zusammenarbeit in diesen Punkten extremstens wichtig wäre, anstatt dass man zum Beispiel jetzt wieder darüber spricht, dass die USA mehr Flüssiggas nach Europa bringen. Also ich bin der Meinung, man muss sich jetzt wirklich auf die erneuerbaren Energien konzentrieren. Das heißt nicht, dass man gleich den Umstieg komplett schafft, aber man muss das wirklich skalieren und wirklich jetzt in die Breite gehen. Und ich glaube, dass der Zeitpunkt jetzt extrem wichtig ist. Also wenn wir das jetzt verstreichen lassen, dann wird uns das wirklich alle auf den Kopf fallen langfristig. Also das ist der eine Punkt zur Energiepolitik und Klimapolitik. Und dann würde ich sagen, die EU wird hier in den USA ja schon immer noch als Regulierungsmacht sozusagen gesehen, also was jetzt eben den digitalen Bereich zum Beispiel anlangt. Es gibt jetzt das Trade and Technology Council, die USA und Europa versuchen da auf gewissen Gebieten enger zusammenzuarbeiten, und man wird sehen, was da wirklich dabei rauskommt. Aber ich sehe hier schon auch in den USA ein Aufwachen, was jetzt zum Beispiel die Big Tech Companies anlangt. Also es gibt hier sehr wohl schon einen, also es hat lange gedauert, aber es gibt mittlerweile einen Techlash, also dass die Big Tech Companies sozusagen hier auch sehr kritisch gesehen werden. Und ich hoffe, dass da dann auch einiges passiert und wirklich auch mit den Europäern zusammengearbeitet wird. Das wären zwei Gebiete, die mir spontan einfallen. Okay, vielen herzlichen Dank für diese Beispiele, Herr Mangold. Ja, es ist ja nicht so, dass es nicht den Versuch gegeben hat, von europäischer Seite mit Russland in vielen Feldern zusammenzuarbeiten. Bildungszusammenarbeit, kulturelle Zusammenarbeit, Zusammenarbeit bei der Bekämpfung der organisierten Kriminalität, Antiterror-Zusammenarbeit, die es gegeben hat. Das heißt, es ist vieles probiert worden, es ist vieles versucht worden, und es ist bei Gott nicht nur auf europäischer Seite gescheitert oder an den Europäern gescheitert, sondern an einem bestimmten Herrschaftsmodell und einer bestimmten Herrschaftsvorstellung innerhalb Russlands. Und für diese Bereiche sehe ich jetzt keine besonders große Zukunft mehr. Wir sehen schon, dass viele Bildungseinrichtungen Kooperationen beenden mit russischen Universitäten oder mit russischen Thinktanks. Im Glauben, man könnte damit die russische Führung, die für diesen Krieg verantwortlich ist, bestrafen. Es gibt Länder, die darüber nachdenken, keine Visa mehr für russische Bürger auszustellen. Warum die russischen Bürger bestrafen, die mehrheitlich diesen Krieg nicht wollen? Aber grundsätzlich stimmt schon das, was ich nicht hätte erwähnen sollen, Herr Wawra. Beide Seiten könnten wirtschaftlich komplementär sehr viel zur Entwicklung des jeweils anderen beitragen. Ich glaube nicht, dass es dafür in den folgenden kommenden Jahren sehr viel Perspektive gibt. Aber ich warne auch in der jetzigen Debatte immer davor, so zu tun, als könnten wir jetzt Russland oder wäre es genug, Russland zu bestrafen für etwas, was es tut, was die russische Führung tut, sondern ich plädiere auch in der jetzigen Situation immer dafür, dass man gleichzeitig mitdenkt, wo es Grenzen dafür gibt, weil Russlands Geografie, die europäische Geografie ist so, wie sie ist. Und diese beiden Blöcke, Russland und die Europäische Union, eben aneinander liegen oder nebeneinander liegen und mit sich auskommen müssen und es nicht, auch das gebe ich in der jetzigen hitzigen Debatte zu bedenken, es nicht so sein kann, dass wir glauben, durch ökonomische Bestrafung könnten wir etwas vermeiden, was wir tunlichst vermeiden sollten, nämlich ein instabiles Russland, ein wirtschaftlich, finanziell, sozial instabiles Russland, dann auch ein politisch instabiles Russland. Immerhin ist es eine Nuklearmacht, und diese Stabilitätsorientierung dürfen wir in dieser Sanktionswilligkeit, die zu Recht da ist, nicht ganz vergessen. Und das ist etwas, was wir nach dieser heftigen Erschütterung der Beziehungen einfach wieder zurückholen müssen, wo wir zurückfinden müssen auf diese Betrachtungsweise. Herr Mangold, finde ich einen ganz wichtigen Appell. Vielen Dank auch dafür. Ja, Herr Knaus, darf auch Sie um die Antwort bitten? Ja, also das Problem der
der Instabilität ist natürlich schlimmer, als dass wir einen Führer in Kreml haben, der mit Atomwaffen droht und der jetzt gezeigt hat, dass er Kriege geführt hat, wo ganze Städte in Schutt und Asche gelegt wurden, der ja seine Karriere damit begonnen hat, 1999, worüber ja viele Russen und Russinnen sehr mutig geschrieben haben und einige wurden deswegen erschossen. Also schlimmer kann es ja nicht viel werden. Jetzt geht es darum, abzuschrecken und natürlich kluge Politik zu machen, aber dass wir es mit einer revisionistischen, imperialistischen, aggressiven Macht zu tun haben, die in unseren Straßen, hier in Berlin, nicht weit von hier, russische Dissidenten erschießen lässt, die auf russische Politiker Attentate mit Nervengas durchführen lässt. Das ist der jetzige Stand, der hier in Berlin in der letzten Woche wirklich dazu geführt hat, dass viele ihre Weltsicht revidiert haben und gesagt haben, wir stehen hier jetzt vor einer Herausforderung wie in den 40er Jahren. Das ist nicht die Sowjetunion der 70er Jahre, mit der man sich einigen kann und dann muss man kluge Politik machen und auch natürlich Kontakte suchen. Wir haben es hier mit einem Regime oder mit einer Führung zu tun, die diese Welt zerstören will durch Drohungen und Gewalt und die damit sehr erfolgreich war, erstaunlich erfolgreich und gedacht hat, es gibt keine Reaktion. Die Frage an mich war ja wegen Resettlement. Ja, ne? Genau. Es ging eigentlich um die Ansiedlungsprogramme, wie das in Europa funktioniert. Also ich hatte jetzt sehr viele Gespräche. Ja, ja. Ich hatte ja sehr viele Gespräche gerade die letzte Woche mit Politikern hier in Berlin. Das ist die Stimmung, die hier, und zwar in der SPD, bei den Grünen, bei der FDP und bei der Union, zu einem dramatischen Umdenken geführt hat innerhalb kürzester Zeit. Und das ist nicht einfach nur aus einer Laune heraus, gerade weil es so ein Umdenken war, das vielen wehgetan hat. Viele wollten das nicht, aber sie haben jetzt die Augen geöffnet und gesehen, sie haben gesehen, womit sie es zu tun haben. Aber vielleicht zu Resettlement. Resettlement wird bereits und wurde in der Vergangenheit in großer Zahl praktiziert. In den 80er Jahren in Südostasien waren die Zahlen, die damals nach einer UN-Konferenz 1979 für die Neuansiedlung von Leuten aus Südostasien, Flüchtlingen und zum Teil direkt aus Vietnam, also da hat man mit Vietnam diskutiert, dass sie die Leute rauslassen, so wie wir das heute mit den Taliban hätten machen müssen, die letzten Monate schon, dass Leute aufgenommen wurden, das waren Hunderttausende im Jahr. Die Zahl ist auf einen Niedrigstand gefallen in den letzten Jahren, das ist ein großes Versagen der internationalen Gemeinschaft, dass auch nur eine ganz kleine Zahl von Ländern sich beteiligt. Die hat sich in den letzten 20 Jahren fast nicht verändert. Kanada ist natürlich das wichtigste Land, das wurde schon angesprochen, die Angelsachsen, die Kanadier haben sogar Amerika zum Teil überholt unter Trump. In Europa ist das absolut führende Land, also Beisens, Norwegen und Schweden, die nehmen über 0,05% der Bevölkerung jedes Jahr derzeit auf durch Resettlement. Das ist, also Schweden nimmt in absoluten Zahlen so viele Leute auf wie Deutschland, nur ist es achtmal kleiner. Wenn Deutschland und auch Österreich, ich habe das natürlich durchgerechnet, ich war auch in Vorarlberg im letzten Sommer auf Einladung der Zivilgesellschaft oder vieler Organisationen unterwegs und die werben dort dafür und das waren spannende Gespräche. Wenn Vorarlberg sich an Schweden orientiert, werden das im Jahr 200. Wenn sich ganz Österreich an Schweden orientiert, werden das im Jahr 4.500 Menschen, die Österreich durch Resettlement, durch Neuansiedlungen aufnehmen würde. Und jeder Bürgermeister in Vorarlberg, die zivilgesellschaftlichen Organisationen sind herumgezogen und haben diesen Vorschlag, haben jedem Bürgermeister mein Buch geschenkt, wo der Vorschlag drinsteht, mit diesen 0,05% und haben jeden Bürgermeister gefragt, würde er das unterstützen? Und zwar quer durch die Parteien, in jeder Gemeinde. Ich glaube, es sind 92 in Vorarlberg. Und sie haben gesagt, überwältigend und egal von welcher Partei. Alle haben gesagt, 200 Menschen im Jahr durch Resettlement aufnehmen, natürlich können wir das. Und ich glaube, wenn man das noch verbindet mit Partnerschaftsmodellen wie in Kanada, dass sich in der Zivilgesellschaft Personen melden können, sagen können, wir wollen jemandem helfen und man findet einen Rahmen dafür, dann ist das Potenzial für Empathie verbunden mit staatlicher Organisation, hier dauerhaft viel mehr Menschen Schutz zu geben, möglich. Okay.
Vielen Dank. Ja, ich habe jetzt immer versucht, den Überblick in den Frage- und Antwortmöglichkeiten hier im Chat und so weiter und in den Kommentaren zu bewahren. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts übersehen. Möchte Ihnen natürlich die Gelegenheit geben für ein Schlusswort. Und das verbinde ich dann noch mit zwei Publikumsfragen, und zwar mit einem von einem Zuschauer aus dem Chat, der natürlich auf die aktuelle Krise repliziert und meint, dass diese Europa für immer verändern wird. Die Frage, die damit verbunden ist, aber in welchen Bereichen wird es durch diese Veränderung zu einer positiven Beschleunigung kommen? Und ich würde das gerne mit einer zweiten Publikumsfrage noch verbinden, die aus meiner Sicht auch eine spannende Abschlussfrage ist, wo Sie dann auch vielleicht einen Appell mitgeben können, wie man diese Dinge sehen kann. Nämlich die zweite Publikumsfrage ist: Was ist aus Ihrer persönlichen Sicht die Seele Europas? Diese beiden Fragen möchte ich Ihnen als Abschlussfragen gerne vom Publikum mitgeben. Vielleicht verbinden Sie das gleich auch, wie gesagt, mit einem Gedanken, mit einem Abschlussstatement, das Sie den Zuschauerinnen und Zuschauern, die wir auf den verschiedenen Kanälen hier begrüßen dürfen, gerne mitgeben wollen. Wer möchte denn gerne von Ihnen beginnen? Darf ich, weil ich mich dann zurückziehen muss aufgrund Bitte. Eines anderen Termines? Tun Sie das, ich kann nur sagen, als Abschluss, und das ist eben kein optimistischer Abschluss, oder vielleicht sehen das andere auch anders, ich glaube, dass das, was jetzt passiert, wirklich eine Zäsur ist, die vieles verändert und nachhaltig verändern wird. Aber meine Hoffnung und mein Wünschen nach einem fähigen und willigen, eigenständigen und unabhängigen europäischen Akteur Europäische Union, ist in den letzten 9 Monaten, nachdem ich diesen Artikel geschrieben habe und jetzt aufgrund der jüngsten Entwicklung, noch sehr, sehr viel geringer geworden. Und das tut mir, für mich als EU-Bürger, jetzt nicht als Wissenschaftler, äußerst leid. Ja, dann darf ich mich schon einmal bei Ihnen für den Moment bedanken, und dass Sie trotz dieser aktuellen Entwicklungen, wo natürlich Ihre Expertise sehr gefragt ist, uns auch diese Expertise hier zur Verfügung gestellt haben. Ich bedanke mich für die Einladung und bedanke mich bei allen anderen Panelisten für ihre Beiträge und die Diskussion. Schönen Abend noch. Vielen Dank, ja. Dann darf ich noch unsere drei Gäste auch bitten, deren Sichtweise mit uns zu teilen zu diesen beiden Abschlussfragen und das eben auch mit diesem Abschlussstatement zu verbinden. Wer macht von Ihnen gerne weiter? Ich kann gern. Also ich glaube, dass eben der Krieg alles verändert, also würde ich auch so sagen, zumindest sehr, sehr viel. Ich denke aber auch, dass Putin irgendwie damit letztlich die EU und auch NATO stärkt. Also ich glaube, vielen Leuten, auch vielen Bürgern und auch mir jetzt so als Bürgerin, ist auch nochmal einfach die Notwendigkeit von der EU und von Europa nochmal viel, viel deutlicher geworden, als es davor der Fall war. Also ich meine, ich war schon davor aktivistisch unterwegs, also mir war schon klar, dass Europa für mich ganz viel mit Frieden und mit Menschenrechten zu tun hat. Aber ich glaube, das ist jetzt auch noch viel klarer und viel mehr Menschen klar geworden. Das sieht man für mich auch bei den Protesten jetzt gegen den Krieg in der Ukraine. Da geht es ganz viel um Europa, da sieht man ganz viele EU-Flaggen. Also es ist sehr präsent. Und ich hoffe, dass dadurch halt letztlich Europa und vor allem also alle EU-Mitgliedstaaten geeinter sind, was Klima- und Energiepolitik angeht, was Sicherheitspolitik angeht, was auch Demokratie und eben dieses, dass man letztlich konsequenter ist mit den eigenen Mitgliedstaaten. Ich glaube, dass all das irgendwie schon schneller vorangehen wird. Und ja, ich denke auch, es wurde klar, dass Klimapolitik irgendwie auch Sicherheitspolitik ist. Also Russland hätte nie diesen Krieg mit den ganzen Ressourcen in dem Ausmaß führen können, hätte es nicht so viel Geld durch uns letztlich, die wir fossile Energien von Russland abkaufen. Und das Gleiche gilt auch für Saudi-Arabien und für viele andere Regime, wo wir jetzt auch sagen, eigentlich wollen wir die nicht unterstützen und eigentlich ist das irgendwie heuchlerisch, aber das tun wir auch eben aus energiepolitischen Gründen. Und ich finde es sehr traurig, dass es einen Krieg braucht, damit man letztlich an den Punkt kommt, wo man sagt, gut, wir setzen mehr auf erneuerbare Energien und dass die Klimakrise allein nicht ausreicht. Aber immerhin. Und ich hoffe, dass es
Ja, das ist was Langfristiges anstoßt, so wie Frau Eder das eh schon gesagt hat. Und ja, dass uns auch nochmal klarer ist, punkto Flüchtlinge, dass Flüchtlinge nicht Menschen sind, die irgendwie aus Spaß ihre Heimat verlassen, sondern aus Not. Und dass Flüchtlinge nicht mehr, indem wir vielleicht in den Menschen in der Ukraine Menschen sehen, die auch wir sein könnten, also hoffe ich, dass man Flüchtlingen grundsätzlich positiver begegnet und sich aber nochmal bewusst wird, dass jeder von uns nächste Woche flüchten könnte, wenn es zu irgendeinem Krieg kommen würde und dass es weniger vorhersehbar ist und als wir bisher gedacht haben. Also ich hoffe, dass das Ganze ein bisschen dazu beiträgt, dass Europa, was das Klima betrifft, vorangeht, aber auch grundsätzlich humanitärer und einfach sozialer wird. Vielen Dank. Ja, Frau Eder, Herr Knaus, wer möchte anschließen? Gern. Bitte. Ich möchte einen ganz ähnlichen Punkt machen. Ich glaube, Europa hat in der letzten Woche begriffen, oder die EU hat begriffen, dass man demokratische Werte nicht ohne Sicherheitspolitik durchsetzen kann. Und ich glaube, hier wird sich einiges ändern. Man hat jetzt schon gesehen, dass Finnland und Schweden wirklich ernsthaft darüber nachdenken, auch der NATO beizutreten. Und dann wurden ja jetzt erstmalig Waffen an die Ukraine geschickt von der EU. Das gab es davor auch noch nie. Und ich kann mir schon vorstellen, dass in Zukunft sehr stark darüber nachgedacht wird, ob man eine europäische Armee braucht, zusätzlich zur NATO, die sich natürlich nicht duplizieren soll. Ich glaube, das war immer der Hauptgrund der Amerikaner, warum sie sozusagen Vorbehalte hatten. Aber ich glaube zum Beispiel, dass die derzeitige Biden-Regierung dem sogar sehr positiv gegenüber eingestellt ist. Also das ist der eine Punkt. Und dann vielleicht noch zur Seele Europas. Also für mich persönlich, ich sehe mich zum Beispiel in erster Linie als EU-Bürgerin und erst in zweiter Linie als Österreicherin. Und die Dinge, die wir als selbstverständlich erachten, also ich sehe das nur hier in den USA, die sind nicht selbstverständlich im Rest der Welt. Also die Lebensqualität und der soziale Wohlfahrtsstaat, den es in Europa immer noch bis zu einem gewissen Grad gibt, ist etwas, das man aufrechterhalten muss, und das ist das, was Europa ausmacht, über die Grenzen hinweg. Vielen herzlichen Dank. Ja, Herr Knaus. Ja, also ich glaube, die Seele Europas ist eine Erkenntnis. Wir haben schon gesprochen über die diese europäischen Institutionen geschaffen haben in den späten 40er Jahren. Das waren keine jugendlichen Idealisten, das waren Männer und Frauen, die zwei Weltkriege erlebt haben, die ihre Länder und die Besatzung ihrer Länder erlebt haben, die den Holocaust erlebt haben, die wussten über die stalinistischen Schauprozesse. Und diese Personen haben dann Institutionen geschaffen, um das zu zähmen, was sie wussten, dass es in jeder Gesellschaft, in jedem Kontinent, überall möglich ist, nämlich die Barbarei. Also die Seele Europas ist das Versprechen, dass es möglich ist, Gesellschaften und einen halben und dann fast schon ganzen Kontinent zu schaffen, in dem Krieg im Inneren wie im Äußeren undenkbar wird. Und das heißt im Inneren Rechtsstaatlichkeit, Menschenwürde, Menschenrechte, Gewaltentrennung, um Gewalt in der Innenpolitik unnötig und unmöglich zu machen, weil Menschen sich repräsentiert fühlen und eben keine gewalttätige Revolution brauchen. Das ist in der Innenpolitik, ist es den Europäern großartig gelungen, nach allem, was wir selbst erlebt haben. Der letzte Militärputsch in Frankreich war 1961, er ist gescheitert, in Spanien 1982, in Griechenland gab es einen Militärjunta noch viele Jahre, als ich geboren wurde. Das ist heute in der EU derzeit nicht denkbar. Und nach außen, ein Krieg zwischen diesen Staaten in der EU ist auch undenkbar. Kein Mensch denkt daran, wie viele Truppen haben die Niederländer im Vergleich zu den Belgiern oder den Deutschen oder die Litauer und die Polen und was könnte passieren, wenn die Rumänen die Ungarn angreifen. Kein Mensch denkt daran. Das ist undenkbar geworden und das ist ein Wunder. Nein, es ist ein Ergebnis politischer Strategie von Männern und Frauen, die sich das überlegt haben. Und jetzt geht es darum, das zu bewahren, indem wir den Rechtsstaat, die Menschenwürde im Inneren stärken, indem wir den Zynismus überwinden. Ja,
alle sind Heuchler. Ja, wir schaffen diese Standards nicht. Ja, auch Europäer haben mit der Menschenrechtskonvention in ihren Kolonien Verbrechen begangen, aber die Werte sind zu verteidigen. Und weil wir die Werte haben, können wir von Heuchelei sprechen. Wer keine Werte hat, heuchelt auch nicht. Der ist ehrlich, brutal. Und nach außen brauchen wir Abschreckung gegen die, die diese Konstruktion zerstören wollen. Und die gibt es. Das ist die große Erkenntnis, glaube ich, für viele im letzten Jahr, dass das, was wir hier geschaffen haben, zwar unglaublich attraktiv ist, dass es aber Mächte gibt, in diesem Fall jetzt Putins Russland, die darin eine Gefahr für ihr Modell sehen. Und wenn Putin davon spricht, russische Werte, dann sind das nicht die Werte der meisten Russen und Russinnen, dann sind das die Werte eines KGB-Staates, eines Unterdrückungsstaates, der den Krieg so braucht und die Feinde von außen, die Feindbilder in den Medien, wie das bei George Orwell 1984 beschrieben wird. Da muss ständig irgendwo ein Krieg, ein Feind vor der Tür stehen, um die eigene repressive Macht zu rechtfertigen. Und das sehen wir jetzt in dem Putin ein Brudervolk, wo ich habe ja gelebt in der Ukraine, da war das undenkbar, ein Krieg. Das war so undenkbar wie heute zwischen Frankreich und Deutschland, Anfang der 90er Jahre, zwischen der Ukraine und Russland, dass dort jetzt russische junge Soldaten einmarschieren und Städte kaputt schießen. Das ist eine Gefahr. Dagegen kann man sich nur wehren durch Sanktionen und Abschreckung. Und das ist die Seele, dass es möglich ist, diesen Wert zu bewahren, dass wir Gewalt in der Innen- und zwischen unseren Staaten abschwören, aber dass wir auch erkennen, wir müssen das verteidigen gegen ihre Feinde. Ja, vielen Dank, Herr Knaus. Nachdem Sie es jetzt schon angesprochen haben, darf ich jetzt vor dem Dank noch den Veranstaltungshinweis unterbringen für die nächsten Themen. Und zwar nämlich um diesen Konflikt in der Ukraine wird es gehen, allerdings auch um mögliche Wege der Deeskalation und wie auch verhindert werden kann, dass Europa Teil einer Eskalationsstrategie wird. Und ich darf da nur ein paar Gäste, das wird in zwei Runden passieren, ich darf da nur ein paar Gäste bereits vorankündigen. Da wird dabei sein die Politologin Ellen Boos von der Andrassy-Universität in Budapest, Mario Holzner, der Direktor des Wiener Instituts für internationale Wirtschaftsvergleiche, Ralf Janik, der an der Universität Wien auf die Schwerpunkte Völkerrecht, Menschenrecht und Rechte des Welthandels spezialisiert ist, und Hans-Henning Schröder, der ehemaliger wissenschaftlicher Direktor im Deutschen Institut für internationale Politik und Sicherheit in Berlin ist. Neben dieser herausfordernden Situation gibt es allerdings noch eine zweite Krise, auf die wir, so scheint es zumindest in der Berichterstattung in diesen Tagen, fast vergessen haben. Und auf diese Diskussion darf ich auch noch hinweisen, nämlich am 10. März wird es um die Initiativen Wir alle und Yes We Care, die sich einerseits mit der Thema der Steigerung einer Impfquote, andererseits aber auch mit der Bekämpfung der Krisenfolgen in den Bereichen Soziales, Bildung, Gesundheit drehen. Und da werden zu Gast sein der Kinderpsychiater und Neurologe Ernst Berger, die Russland-Korrespondentin, die ehemalige des ORF, Journalistin und Autorin Susanne Scholl, der Dirigent und Lehrer Daniel Landau, der auch Initiator des Lichtermeeres ist, und Hannes Wertner, Professor emeritiert für Informatik an der Technischen Universität Wien, der das Manifest für digitalen Humanismus initiierte. Das nur als kurzer Ausblick auf die nächsten Diskussionen. Ich darf mich bei Herrn Mangold, habe ich es schon getan, ich darf mich bei Frau Eder, bei Frau Aper und bei Herrn Knaus ganz herzlich für die Impulse zu unserer heutigen Diskussion bedanken. Es sollte ein Ausblick sein nach 30 Jahren Maastricht-Vertrag, nicht unbedingt vielleicht auf die nächsten 30 Jahre, aber ich denke, es ist uns gelungen, auf die nächsten 10 oder 20 Jahre vielleicht einen Ausblick zu geben, jedenfalls über den nächsten Wahltag in Europa oder den USA hinaus. Ich darf unser gutes Gespräch mit einem Zitat, damit vielleicht mit zwei Gedanken zu dieser Seele Europa schließen, nachdem wir diesmal und beim nächsten Mal Gäste aus Berlin haben. Richard von Weizsäcker hat einmal geschrieben, wo Freiheit, Menschenrechte und Pluralismus sind, da ist Europa. Und Konrad Adenauer hat gesagt, die Einheit Europas war ein Traum von wenigen, sie wurde die Hoffnung für viele und sie ist heute die Notwendigkeit für alle. Ich denke, diese beiden Gedanken sind durchaus zeitlos, auch in der aktuellen Situation. Vielen Dank nochmal an unsere Diskutantinnen und Diskutanten für ihre Impulse. Vielen Dank auch an unsere interessierten Zuschauerinnen und Zuschauer. Bleiben Sie gesund.
bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen, schönen Abend. Idealism prevails. Make the world a better place.